Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV zum letzten Nachbericht der Saison 2017-2018 in der österreichischen Bundesliga. Hat unser SK Sturm nämlich ein 0:0 in Altach geholt, wollen wir es mal so sagen. Die 70-Punkte-Marke hat man geknackt und beendet am Ende die Saison, wie schon vorher festgestanden ist, natürlich auf Platz 2, ist eben Vizemeister. 8 stolze Punkte vor Rapid, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Dosen, die waren außer Reichweite, aber ansonsten hat man die restliche Liga durchaus dominiert, kann man glaube ich schon so sagen. Auf jeden Fall zum Spiel selber, das war ein lauer Sommerkick und keine Erwähnung mehr wert. Ich gehe es trotzdem noch mal kurz durch. Ganz leicht enttäuscht bin ich schon noch von der Leistung. Ich weiß, es ging um nichts mehr, aber trotzdem sehr, sehr lustlos von beiden Teams, aber von unseren Schwarz-Weißen hätte ich mir doch ein bisschen mehr Leidenschaft erhofft zumindest. Die ersten knapp 28 Minuten zum Vergessen, Sturm mit Ansätzen, mit mehr Offensivdrang, ohne was Konkretes zu produzieren, und die Alterer sowieso überhaupt nicht vorhanden, haben aber aus dem Nichts die erste Riesenmöglichkeit nach einer knappen halben Stunde. Ein schöner Pass in den Lauf von Okupanju heißt er, glaube ich, dem Angreifer der Altacher, der lässt Koch und Spendlover ziemlich alt ausschauen, mit seiner spritzigen Art, verlädt beide und dann auch eigentlich Schützenhauer, der ins falsche Eck unterwegs ist, aber Okupanju schiebt den Ball dann doch am Tor vorbei. Da hat Sturm ziemlich Glück, dass man nicht aus heiterem Himmel in Rückstand gerät. Danach hat Sturm sogar auch eine Möglichkeit durch Danny Allah, ein Freistoß aus relativ spitzen Winkel, der allerdings abgewehrt wird von Luxe ohne Gröbe Probleme. Etwas später hat dann Marvin Potzmann, der heute übrigens bei Rapid vorgestellt wurde, auch eine gute Möglichkeit. Als die Altacher im Verbund defensiv ein bisschen unaufgeräumt sind, hat Potzmann eben sehr viel Spielraum, spielt den Ball dann auch in die Mitte, aber Danny Allah steht da leider nicht optimal. Auf jeden Fall können die Altacher das Ganze dann auch souverän klären. Mit dem 0-0 geht es leistungsgerecht auch in die Pause. In Halbzeit 2 kam von unserem Blackies ja dann eigentlich noch weniger für meine Begriffe. Wenn was kam, dann eher in der Schlussphase sowieso und dann auch eher von Alltag. So in der 68. Minute gab es eine gute Möglichkeit, Salomon auch einen Alltager Offensivmann, der Name ist mir leider gerade entfallen, auf jeden Fall dunkelhäutiger Spieler im 1:1 Duell gegen Schützenhauer, behält ja der junge Keeper, der ja diesmal statt Siebenhandel ran durfte, den Vorzug und eben die Oberhand in diesem Sinne und kann den Ball gut abwehren. Danach gibt es noch von Gribic einen Distanzschuss, ein, zwei knifflige Situationen nach Ecken bei den Altachern, und von Sturm gibt es am Ende noch einen Distanzschuss von Schrammel. Ansonsten noch erwähnenswert Lovric, der sich verletzt hat leider, für den kam Fadinger rein, gute Besserung an der Stelle. Ansonsten eben noch der Einsatz von Lehmer, der durfte die letzten 20 Minuten dann noch ran. Hat durchaus ein bisschen was auch im Spiel gebracht, also der war zumindest für ein paar Minuten dann auch präsent, also hat mir ganz gut gefallen, hat sogar einen Schuss abgegeben. Der wurde leider aber dann abgefälscht, deswegen relativ ungefährlich am Ende. Aber ja, alles in allem ein gerechtes 0:0, über das wir besser den Mantel des Schweigens hüllen. Ja, nichtsdestotrotz war es natürlich eine sehr, sehr geile Saison. Vizemeister, Cupsieger, viel mehr geht ja als Sturm Graz in einer Saison in Österreich so gut wie nicht. Und da muss man trotzdem insgesamt ein großes Lob natürlich der Mannschaft aussprechen, auch wenn dieses Spiel auf jeden Fall es fast in die Liste meiner Top 3 Negativbegegnungen unserer Blackies in dieser Saison schafft. Aber eben, ging um nicht mehr viel, deswegen, lassen wir es einfach mal so stehen. Und damit der Blick auf die Endtabelle. Salzburg auch heuer wieder souverän Meister. Das Red Bull Imperium mit 13 Punkten Vorsprung auf unsere Blackies, die aber mit dem zweiten Platz sich den Vizemeistertitel eben sichern und die 70-Punkte-Marke, wie angesprochen, auch geknackt haben. Der dritte Platz geht dann an die Hütteldorfer, an Rapid, die übrigens im letzten Spiel auch nicht über ein 0:0 beim WRC hinausgekommen sind. Platz 4 an den starken Aufsteiger, den LASK, der sich Volley für Europa qualifiziert. Auf jeden Fall das eine sehr, sehr starke Leistung. Auch die Linzer, eine der positiven Erscheinungen in dieser Saison. Auf Platz 5 die Admira, auch für das wieder, wie jedes Jahr jetzt muss man fast sagen, eine positive Überraschung. Auch die Admira in Europa, zumindest vorläufig dabei. Also das hätte man sich auch wahrscheinlich nicht unbedingt gleich wieder gedacht, aber die machen mit sehr wenig Budget auch sehr viel daraus. Platz 6 geht an die Mattersburger, die sich mal wieder durch ein sehr, sehr starkes Frühjahr aus den ärgsten Abstiegssorgen hinaus manövriert haben und eben am Ende durch den 2-1 gegen den LASK am letzten Spieltag übrigens auch Platz 6 damit fixieren.
vor der Wiener Austria, die auf Platz 7 folgt. Die hat Red Bull zwar 4-0 weggeschossen, aber hat am Ende nichts genützt und ja, wird auch nicht über die wirklich schwache Saison hinweg sehen damit oder hinwegtäuschen. Deswegen, ja, da können sich Dzeko und Matic auf einiges an Arbeit einstellen. Auf Platz 8 kommt dann Altach, der gestrige Gegner. Platz 9 für den Wolfsberger AC. Und der letzte Platz geht an St. Pölten, die allerdings einen leichten Aufwärtstrend zu verbuchen haben. Sie gewann die letzte Spiel eben auch 2-0 in der Südstadt gegen die Admira im Niederösterreich-Derby. Und ja, unter dem neuen Trainer Kübauer ist zumindest so ein bisschen ein Aufwärtstrend jetzt wirklich zu erkennen. Also da darf man auch gespannt noch auf die Relegation sein, ob jetzt Hartberg die Lizenz bekommt heute oder nicht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall wird das Ganze noch ziemlich spannend werden. So, was steht sonst noch an in den nächsten Tagen und Wochen hier bei der Lenz TV? Zum einen wird es natürlich nochmal ein Saisonresümee geben, die Spielerbewertungen werden kommen. Also da wird man nochmal eben auf die gerade frisch zu Ende gegangene Meisterschaft drauf eingehen. Dann habe ich gehört, FAQ ist bei euch ein Thema. Also beim letzten Video habt ihr mir ja kommentiert, dass ich das mal machen soll. Also mache ich sehr gerne. Schreibt mir am besten gleich unter dieses Video eure Fragen, was ihr gerne wissen möchtet. Und ihr könnt mir auch sehr gerne unter thelandstv@gmx.at schreiben, also eben auch Fragen, aber sowieso nicht nur wegen dem FAQ, sondern auch Anregungen, Wünsche, was euch interessieren würde, worüber man vielleicht ein bisschen mehr machen könnte, je nachdem, ich werde da mein Möglichstes versuchen und natürlich wird auch der nächste Black Table kommen, auch nochmal zum Saisonabschluss, da werden wir auch nochmal die Saison eben Revue passieren lassen, da habe ich auch diesmal sehr interessante Gäste eingeladen. Also ich hoffe auch, dass ihr euch da schon drauf freut. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das diesmal ausfallen wird. Und vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Erstmal ein ganz, ganz großes Danke natürlich, ja, dass ihr mich auch durch diese Saison so tatkräftig begleitet habt. Ich finde es richtig, richtig cool, euer Feedback. Und ja, deswegen macht es mir dann auch immer mehr Spaß, die Videos zu machen. Und ja, ich hoffe eben, dass das so bleibt und ja, ich versuche eben da wirklich das Bestmögliche draus rauszuholen, damit ihr weiterhin gut unterhalten werdet und ja, eben, dass wir das Ganze auch weiterhin voranbringen. Ihr könnt mir natürlich gerne folgen, eben nochmal für alle, die es nicht wissen, unter Instagram, da gibt es eben auch regelmäßige Bilder eben von den Spieltagen, sonst natürlich Twitter oder eben auch Facebook eben bei der TheLandsTV-Page, da gibt es dann auch immer spezielle News, wenn irgendwas ansteht eben. Einfach mal reinschauen da regelmäßig. Natürlich den Kanal abonnieren, das ist sowieso selbstverständlich. Wer es noch nicht getan hat, freue ich mich immer drüber, wenn ihr nichts versäumen wollt. Ja, und natürlich, klar, Videos liken, habe ich auch nichts dagegen, ist auch erlaubt. Und vielleicht ganz kurz an der Stelle noch, wenn ihr den Kanal, wenn ihr mich, wenn ihr TheLandsTV unterstützen wollt und eben auch weiter wollt, dass die Videos eben eine gute Qualität haben oder hoffentlich noch besser werden, was natürlich meine Intention definitiv ist, dann könnt ihr mich auch gerne finanziell ein bisschen unterstützen. Keine Angst, ich will da keine Millionen von euch. Aber wer eben so nett ist und ein bisschen Kleingeld auf der Seite hat, ich würde mich freuen auf jeden Fall unter Support, nämlich hier bei YouTube, könnt ihr einfach bequem draufklicken und eben über PayPal da einen kleinen Betrag überweisen. Ich würde mich freuen, denn ich möchte eben auch, dass das Ganze noch professioneller wird und dass wir eben das Ganze auf, ja, bald hoffentlich das nächste Level pushen können und würde mich eben da sehr, sehr über eure Unterstützung freuen. Und kurzes Transfer-Update, Marvin Potzmann hat bei Rapid unterschrieben, es ist jetzt also fix, er wechselt auch nach Wien und ja, verlässt unsere Schwarz-Weißen damit ablösefrei. Was soll man sagen? Schon eine bittere Sache. Es ist nicht mehr die ganz große Überraschung. Hinter vorgehaltener Hand hat man es ja schon öfters gehört, dass Potzmann sich mit Rapid bereits einig sein soll über einen längeren Zeitraum. Jetzt nach dem letzten Saisonspiel hat man es an die Öffentlichkeit getragen. Ist an der Stelle okay. Es ist natürlich immer bitter, wenn ein Sturmspieler zu Rapid geht, aber andererseits, Potzmann hat seine Leistungen gebracht, hat jetzt auch keine extremen Treuschwüre, was ich mitbekommen habe, rausgehauen. Deswegen geht das Ganze auch so in Ordnung und ja, ich wünsche natürlich ja dem Potzmann alles Gute, aber nicht gegen uns. Das ist natürlich klar. Jetzt heißt es natürlich den Rest der Mannschaft halten. Ne? Edon Bonci und Röcher sollen bei Ingolstadt ein Thema sein. Also, Günter Kreisler hat alle Hände voll zu tun. Und ja, wir sehen uns jetzt aber wirklich beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.